Er ist klein, lauschig und familiär, der Kreissaal in der Regiomed-Klinik Sonneberg. Etwa 250 Kinder werden hier jedes Jahr geboren. Doch ab 1. September ist damit erstmal Schluss. Mit Bedauern muss ich jetzt mitteilen, dass wir vorübergehend die Geburtshilfe hier am Standort in Sonneberg schließen müssen. Als Grund nennt der Hauptgeschäftsführer personelle Engpässe. Die Herausforderung ist, dass wir jetzt ab dem 1.9. den Dienstplan nicht mehr sicherstellen können. Das heißt, wir haben gerade im Hebammenbereich und im ärztlichen Bereich nicht mehr genügend Personal, um alle Stellen zu besetzen. Nach Aussagen von Musik stünden der Klinik ab September wegen Kündigungen, Krankheiten oder Elternzeiten nur noch 2 Hebammen zur Verfügung. Mindestens 6 würden aber für die 24-Stunden-Besetzung des Kreissaales gebraucht werden. Finanzielle Aspekte aufgrund der geringen Geburtenzahl in der Klinik spielen bei der Entscheidung keine Rolle, sagt er weiter. Da hätte man vor Jahren eine Geburtshilfe schon schließen müssen. Es ist ja auch erstmalig in Thüringen dieses Jahr im Haushaltstitel entsprechende finanzielle Unterstützung auch für die kleinen Geburtshilfen vorgesehen gewesen. Für werdende Mütter aus dem Landkreis Sonneberg heißt es ab September dann weitere Wege bis zum nächsten Kreissaal, entweder nach Saalfeld, Suhl, Kronach, Coburg oder Lichtenfels. Leander musste für seine Geburt noch nicht so weit reisen. Er kam vor 5 Wochen in der Spielzeugstadt zur Welt als 3. Kind von Caroline Schillig. Und die bedauert die vorläufige Schließung für alle anderen Mütter des Landkreises. In Sonneberg ist es sehr familiär, man fühlt sich wohl, man fühlt sich angekommen. Da kann man sich halt auch als Gebärende, sag ich mal, anders fallen lassen, als irgendwo, wo man anonym hingeht, wo man auch niemanden kennt. Die betreuende Hebamme Yvonne Schmidt war früher selbst in einer Klinik angestellt. Sie glaubt nicht, dass Regiomed zeitnah Hebammen für den Sonneberger Kreißsaal finden wird, um ihn weiter zu betreiben. Der Hebammenmangel ist ja deutschlandweit. Der ist ja nicht nur in Sonneberg, sondern der ist ja in ganz vielen Regionen und gerade in den ländlichen Regionen wahrscheinlich mehr wie in den Städten. Für die Frauen und für die Familien ist es eine Katastrophe, dass das immer wieder so weit kommt und dass die Politik grundsätzlich im Großen nichts dagegen tut. Nichtsdestotrotz versucht Regiomed weiter passendes Personal zu finden. Wenn das bis Ende des Jahres nicht gelingt, bleibt der Sonneberger Kreissaal für immer geschlossen.